Herzlich willkommen zu meiner neuen Buchbesprechung am Buchsonntag. Diesmal geht es um das verborgene Leben der Füchse. Ich fand es ein super spannendes Buch. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Und wenn ich jetzt nicht immer in die Kamera gucke, müsst ihr mich entschuldigen. Ich versuche jetzt zum ersten Mal so richtig mit einem Teleprompter zu arbeiten. Ich kann das nicht so gut, aber das Buch ist es wert. Bleibt dran. So, auf den ersten 50, 60 Seiten plaudert der Autor von seinem Jahr mit den Füchsen. Es beginnt im tiefsten Winter und den ersten Fuchsspuren, die er mit seinem Hund Topsi zusammenfindet. Der Autor wird neugierig und beobachtet die Füchse. Der Fuchs ist ein bisschen scheu, aber der Autor nimmt uns mit und erzählt nach und nach vom Fuchsbau, vom Wurf, von der Aufzucht der Welpen, Verwandtschaft der Füchse mit seinen Verwandten. Zwischendrin schweift er ab zum Leben der Mäuse, die er auch beobachtet als Lieblingsessen des Fuchses. Und so nach und nach beginnt der Herbst und der Winter und er verlässt die Füchse und begibt sich auf die Suche nach den Spuren des Fuchses in der Literatur. Mikl oder Reinicke oder Renard, wie er in Europa heißt, und er reist durch Dänemark und Norddeutschland und guckt, wo das herkommt und begibt sich so ein bisschen auf die Spuren, nimmt es mit auf die Reise, erzählt auch von der dänischen Geschichte, was nicht ganz unwichtig ist, denn in den ersten Geschichten taucht der Fuchs am Adelshof, Königshof auf mit dem Adel. Wenn man weiß, dass es dann eben den Königshof symbolisieren soll in den verschiedenen Figuren, dann werden manche Geschichten vom schlauen Fuchs ein bisschen verständlicher, warum die so sind und was die symbolisieren sollen. Nachdem dann die Ausflüge in die literarische Vergangenheit vorbei sind und der Schnee taut, begibt er sich noch einmal mit uns nach draußen in den Wald und in das Feld und sucht nach dem Fuchs und beobachtet die Feen, wie sie werfen und beobachtet die kleinen verspielten Jungfüchse bei der Aufzucht. Und zum Schluss wird es nochmal ein bisschen heikel, dann nimmt er uns mit in die moderne Welt zu Themen wie Pelzzucht und Ähnlichem. Yes. Alles in allem muss ich sagen, das war ein sehr vergnügliches Buch. Ich habe es total gern gelesen. Der hat so einen Plauderton, der ihn so ein bisschen dahin plätschern lässt und trotzdem kommt viel Wissenswertes raus. Das Schöne ist, man kann jedes Kapitel einzeln lesen. Man muss es also nicht am Stück lesen, man muss nicht konzentriert sein, man kann es da mal lesen, da mal 5 Minuten lesen. Ich habe es vor Begeisterung in allem zugelesen, im wahrsten Sinne. Aber das ist auch das, wo man so nebenbei mal legt, so da mal ein bisschen 5 Minuten frei, da mal 5 Minuten gut unterhalten und viel Wissen dabei. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der Teleprompter hat nicht zu arg gestört. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr einen Buchwunsch habt, was ich lesen und besprechen soll, meldet euch einfach bei mir.